Die Milch und den Schlagobers in einem Topf erwärmen. Währenddessen das Mark aus der Vanilleschote kratzen, zum Milch-Obers-Mix geben und kurz aufkochen. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Das Backrohr auf 110 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Nun die Eier trennen und die Eidotter mit dem Kristallzucker in einer Schüssel schaumig rühren. Die Milch-Obers-Mischung nach und nach vorsichtig in die Dottermasse einrühren. Die Masse durch ein Sieb gießen und in vier kleine ofenfeste Formen verteilen. Die Formen in ein tiefes Backblech stellen, auf mittlerer Schiene ins Backrohr geben und das Blech zu 2/3 mit heißem Wasser befüllen. Nun die Creme 40 Minuten backen. Die Creme ist fertig, wenn die Konsistenz geleeartig ist. Das Blech herausnehmen, die Formen aus dem Wasserbad heben und die Creme auskühlen lassen. Jetzt kommt der letzte Schliff, der die Creme so typisch macht. Die Oberfläche der Creme mit braunem Zucker bestreuen und kurz mit dem Bunsenbrenner karamellisieren. Die Creme mit etwas Minze dekorieren und servieren. Wir wünschen guten Appetit.